Hallöchen zusammen und willkommen zu Factorio. Benny und Wesley Hallo. sind dabei, schwirren hier irgendwo auf der Karte rum. Und da sehe ich Benny und Wesley stand gerade dahinter. Ja, wir waren gerade am Gucken wegen Erweitern, Ausbauen hin und her, weil wir haben ein bisschen Kupferprobleme. Ihr seht das schon wieder alle. Bin hier eben gerade mit einem Abrissplaner durchgegangen. Nein, das nicht. Das war gerade wieder knapp. Das ist hier nicht feierlich. Wir brauchen mehr Kupfererz. Ihr seht, die Bänder sind leer. Und Eisen brauchen wir auch. Und deswegen waren wir eben am Überlegen. Benny hat uns gerade einen Screenshot geschickt. Der wollte hier so runter noch eine Mauer ziehen. Ja, was ist denn los? Das ist wahnsinnig, genau. Aber mich interessiert gerade, was ist denn uns wichtiger, Kupfer oder Eisen? Brauchen wir beides, oder? Nee, mit einem muss ich anfangen. Oder einer das. Gate auch. 3 Omega? Warum 3 Omega? Was fehlt denn? Jetzt haben wir, wo haben wir hier. Oh. Das, der kann nur bis 3 stacken. Omega stacken nur zu 3. Irgendjemand hat unser Kohlefeld stromtechnisch abgeklemmt. Ja, das war Wesley mit seiner Mauer. Ups. Upsi, dupsi. Hab's jetzt mal redundant angebunden. Wollen wir nicht Folge starten? Ja, die Folge haben ist wir. Gestartet. Wir haben Hallo gesagt. Ajo! Heute ist echt ein Tag, Leute. Weißt du noch damals, als wir Hallo gesagt haben? Das war noch. Gar nicht so lange her, oder? Ja. Wisst ihr das noch da draußen? Schreibt mal Kommentare, welche Folge das war, wo wir Hallo sagen. Ja, wir nehmen schon heute zu viel auf. Ja. Wir haben gerade erst angefangen, frisch und. Ja, was machen die Rubis hier eigentlich an der Lagerkiste mit den. Was mache ich jetzt? Uranerz. Bring die hier runter, okay. Das ist ganz so langsam so in die Lagerhalle. Und warum tun die das in die Lagerhalle? Und. Warte mal, ich kann ja ein Anforderungslagerhaus machen und dort alle Uranerze anfordern, oder? Kannst du bestimmt tun. Ich brauche nochmal ein paar Mauern, glaube ich. Habe ich noch welche von diesen tollen Lasertürmen? Ja, da. Strommasten haben wir auch noch genug. Schienen, naja. Naja, wo haben wir eigentlich diese Metalldinger her? Weg. Dann holen wir uns hier nochmal ein bisschen was ab. Wie weit müssen wir da? Von da darüber. Jetzt kriegen die Robis doch eigentlich ausrasten, oder? Und das ganze Erz ran schaffen. Oder fliegen die im Kreis? Nee. Ja. Uranerz, Leute, einmal abholen, runterbringen. Hallo? Entschuldigung. Hallo? Robis? Dürfte ich mal? Wow! Miau! Hä? Nein, was kein für, Stück. Was für eine ich klaue mir hier mal den Heli, ne? Danke. Wie geht das? Achso, der braucht ein bisschen. Kann ich mit einem Heli vom Zug angefahren werden? Nö, ne? Nein. Hey, wieso kommen die hier alle mit dem Uranerz und bringen es nicht weg? Die bringen das alles hierher, aber tun es nicht da unten, wo es angefordert wird. Wo wird es angefordert? Anforderungslagerhaus. Forderst du 50 an? Das Ding ist voll. Jetzt. Ui. Oh, jetzt. Ach, jetzt noch mehr Eisen. Ja, die schmelzen unten, die sind am Limit. Die produzieren gerade fast 20.000 Eisen. Weil da laufen echt alle Öfen, ne?
Ja. Alter Schwede. Was da durchfließt. Das muss so. Das glaubt ihr kein Mensch, ey. Müssen wir jetzt auf grüne Bänder umrüsten und noch erweitern, oder? Ja, klar, und Licht. Und die MK hier Lichtbogen 4. Ja, und noch Module rein, oder? Was? Und noch Module rein, oder? Wieso das noch? Ja, nein, ich glaube, das reicht erstmal. Echt? Reicht das wirklich? Hey, die sind mittlerweile echt schon heftig am Ausrasten. Das betrifft 20.000 ja, die Minute, ne? Stimmt, das Eisenband hier ist voll, ja. Okay. Ey, 20.000 die Minute, das sind 1,2 Millionen die Stunde. Laufen wir hier eigentlich langsam voll oder läuft das langsam leer? Der Puffer an der Base. Du bist ein Puffer an der Base. Kupfer? Der läuft ja mal leer. Eisen auch. Der Verbrauch ist gerade nämlich heftigst. Was machen wir eigentlich, dass wir so viel verbrauchen? Wir forschen ja nicht mal. Wir forschen ja nicht mal. Hat er recht? Dabei haben wir 9600 von den roten Fläschchen, 9600 von den grünen Fläschchen. Genau, lest doch mal unsere Statistiken. Bei mir war es gerade übel am Lecken. Unsere ja, bei mir auch. Was? Das kann gar nicht sein. Ich habe da gar keine Beweise für. Doch, ich habe einen Videobeweis. Das kann gar nicht sein. So, dann drück mal T, oder? Ich? Ja. Ich habe doch was keine Ahnung du? Davon. Also langsam können wir auch mal wieder forschen. Und ich würde sagen... Was brauchen wir denn? MK4 Rüstung, oder? Nee, so geht ja noch nicht. Brauchen ja, wir die beiden. Produktivität. Da. Und alle Knickis wieder, die Laola legt los. Dann würde ich wirklich so sagen, dass wir mal langsam noch Raketenstart auf. Ja, hier ist doch ein schöner Platz, oder? Das brauchen wir auch für die Fläche noch, ne? War irgendwie sowas. Ja. Ja, hier kann man eine schöne Raketen sehen. Ja. So, wo jetzt apropos Fläschchen. Wo wir stehen. Wo steht die Was hier wollen wir uns so als viele? Ziel setzen irgendwie so? Vielleicht, weil Rakete starten, dann wäre ja eigentlich fertig, aber dann kommt ja erstmal die weißen Fläschchen, oder? Und unsere Zuschauer können es mal ein Ziel geben. Vielleicht fällt dir mal was Cooles ein. Das wäre doch mal eine coole Idee. Vielleicht habt ihr eine Idee, was ihr schon nach irgendwann sehen wolltet. Ja. Was? Oder ja. was man nach dem Raketenstart noch für Dummsinn machen kann. Ja, genau, weil dann geht es ja eigentlich mit der Forschung weiter. Und kommt jetzt nicht mit 25 Raketen auf einmal starten. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Eine Rakete, die genug. Ein Fisch für jeden Toten. Ach, in den Weltall schießen, ja, okay. Ja. Das ist so eine Verschwendung. Wesley wieder. Das interessiert jetzt nicht. Ja. Schicken Produktivitätsmodul ins All. Vielleicht ist es all dann produktiv. Vielleicht gibt es ja mehr Wissenschaftspakete. Oh Mann. Oh Mann. Ja. So, kann ich die Rakete, kann man die können wir ja schon bauen, oder? Kann man denn Dartboot? So, was wir eigentlich alles cool Raketensilo. Da fehlen mir noch ein paar Stahlträger und ein bisschen Beton. Noch ein paar und ein bisschen. Ja. Hier hast du Stahl. Das hättest du nicht sagen dürfen. Jetzt brauche ich noch mehr ein bisschen Stahl. Was brauchst du denn alles? Alter Verwalter. Ja, Beton reicht. Was noch?
Ich brauche jetzt noch 610 Stahlträger und 150 von den roten Motoren. Warte mal, da fordere ich mal an. Stahl ist gerade ein Problem. Was, Stahl ist gerade ein Problem? Ja. Warum? Weil nichts mehr gepuffert wird. Das kann ich ja gar nicht verstehen. Warte mal, das heißt, ich muss dann hier. Ich hab. Oh, das passt gar nicht mehr in mein Inventar rein. Warte mal, ich platz gleich. Vorspannung? So, kannst du es jetzt bauen? Ja. Klatsch mal hin hier. Klatsch mal. Ja, nichts Besonderes mehr. Ist das mittig, ja? Sehr schön. Haben wir eigentlich Tore automatisiert? Nein. Könnten wir das mal tun? Ach das? Das wäre super nice. Ich hab so viel Zeug. Was hast du für Zeug? Ist das spannend? Nee, ich tu gerade mein Inventar aufräumen. Das ist äußerst unspannend. Sieht das nice aus? Inventar aufräumen? Nein. Also machst du jetzt hier noch Verteidigungstürme hin, weil wir Klar. bald die Beißer-Revolution haben. Halt, das ist nicht symmetrisch. Ups. Gut, dass wenigstens einer aufpasst. Ja. Und unten müssen dann die Kleinen hin, oder wie? Damit es da auch symmetrisch in die Mitte passt. Gibt es einen, der drei groß ist? Ja. Warte mal. Zwei hinsetzen. Ja, wir setzen je einen. Ich erinnere nur an einen Versuch, Rakete in 4 Stunden, wo wir gnadenlos überrannt worden sind. Weiß gar nicht, was du meinst. Haben wir geringfügig gefailt. So, was braucht jetzt die Rakete? Die braucht Baumaterialien, gibt Treibstoff die. stellen wir theoretisch hier schon her. Fordere ich gerade mal an, oder? Können wir ein Fließband dahin legen? Ah, das darf schön mit Robis, oder? Weißt du was, das kannst du mal machen. Ich stelle die Gottmodule her. Mal, ich kann ja hier. Haben wir noch nicht. Noch keine. Was haben wir nicht? Von den Produktivitätsmodule Stufe 3. Aber noch nichts. Nicht so langsam. So, was brauchen wir noch? Raketenstimmeinheit. Ah, und Baumaterial mit dem Energiestück. Ach ja, ist das schön. Was? Ja, ich bin hier gerade ein bisschen am Freimachen. Ach, du kümmerst dich gerade um viel. Ich kümmere mich gerade um viel. Die 5,7 Millionen. Das ist so geil, diese Linie mit den Strommästen, die so im Zickzack. Ist super, oder? Ich finde es so geil.
Ach ja, sehr gut. So, ist so jetzt Wesley, noch was? Wo machen wir Baumaterialien mit geringer Nein. Dichte und so? Oh, dafür brauchen wir wieder viel Stahl. Ey. Ich brauche noch mal ein bisschen Stahl hier für die Tore. Wie viele Tore hast du da drin, ey? Ich alle paar Male ein paar Tore. Kannst auch in der Lagerkiste machen, wenn du noch ein bisschen Stahl auf Tasche hast. Ich bin nämlich gerade komplett blank. Stahl auf Tasche? Ja, 100, 157. Eisenplatten habe ich 1000. Ein kleiner als. Ja, ich bräuchte mal 16 Tore. Nee, gar nicht. Das sind mehr. Ist gelogen. Es tut mir leid. 16 Tore? Ich komme hoch. Ja, ich komme hoch. Kannst du einfach irgendwo eine Lagerkiste backen? Ist alles Bin näher dran, Benny. Bin näher dran. So, genauso. Braucht er nur eine Lagerkiste? Ich will gucken, was der baut. Ich treffe ihn nicht. Er ist so schnell. Ich treffe ihn nicht, er ist so schnell. Mach das weg. Mach das weg. Danke, Benny. Oh, muss ich ja schon reparieren, hey. Kaum hat das hingesetzt, das ist schon kaputt. Ja, hier war ja viel. Hier war ja viel. Hey, hier fehlen auch noch Türmchen, oder? Kann das sein? Kann das sein? Ja. Hier nicht schlafen. Ich hab da eigentlich Türmchen. Oder habe ich die nicht mehr? Also ich habe Lasergeschütztürme und was ist das? Also, das mein PC hängt gerade geringfügig. Was? Immer diese, ja. Diese PCs. Ja, ich kann gerade. Ich sehe mein Inventar und Handwerk-Dings und so, aber ich kann jetzt nichts machen. Okay. Ich habe die Base unten eben mal vernichtet. Einfach so. Jetzt, oh, Gott sei Dank. Cool wieder. Ich dachte schon, ich muss. Nicht nett? Ja. Darf ich dir little Tibbele geben? Gebe mir Tibbele. Guck mal, der Wesley hat es so richtig super, perfekt, genial unten mit dem Eisen gemacht, mit dem kleinen AP. Geht so. Perfekt ist das nicht. Hm? Hm? Ja, so eine Art hatte ich das auch vor. Der ist zu tief. Achso, du hast den falsch gesetzt. Achso, oh, du hast es versetzt gesetzt. Versetzt gesetzt. Ja. Ja, so wie der Wetzley. Obwohl, wir könnten das auch drei übereinander machen, ne? Ach, vier reicht. So, die Mauer behalten wir mal. Holen wir uns einfach eine neue Blaupause. Zack. Wo hat denn der Wesley? Wo hat denn der Wesley? Da hat er seine Einladung. Warte mal, wenn wir das so machen. Zack. Ich hätte ja gerne eine separate Stallanlage. Hält ihr davon? Ne, was? Stahlanlieferung.
Weil wir bringen das ganze Eis dahin und produzieren es auch hauptsächlich zu Stahl. Das reicht genau nicht. Das reicht genau nicht. Für die Stahlproduktion gibt es verdammt viel Eisen drauf. Eine externe Stahlproduktion oder was meinst du jetzt? Ja. So, wenn es dir Spaß macht, gerne. Wenn es dir Spaß macht. Er meint es nicht? Grundsätzlich fand ich es cool, alles extern zu produzieren, ja. Ja, nachdem ich würde mir dann irgendwie so ein Eisenerzfeld suchen und dann da das abbauen. Da auch direkt zu Eisenplatten und zu Stahl dann zu produzieren. Also alles auf einer Stelle. Und dann baust du hier einen kleinen Zug, weil das reicht ja für Stahl. Ja. Apropos Stahl, ich kann noch nicht mal mehr einen Bahnhof bauen, ey. Armer Schlucker. Was ist das, ein Warenhaus? Achso, sind da Robi schon unterwegs? Ja, das wird alles gebracht. So, wollen wir das hier wieder so machen wie ihr da unten? So, alles in eins rein und von da aus in die drei weiter? Oder? Ja. Muss das hier unbedingt. Achso, ja. Oder du nimmst halt zwei kleine. Was, zwei kleine? Du hast ja jetzt hier diese Warenhäuser. Ich würde da eher mit den Lagerhäusern hantieren. Weißt du, zwei von denen nebeneinander? Dann hast du nämlich auch sechs breit. Ich habe ja nur kopiert. Können wir auch machen. So. So. Jetzt hau ich erstmal ordentlich Produktivität in Raketensilo rein. Vier Gottmodule. Reicht das? Dann kannst du jetzt ein großes hier reinklopfen, oder? Haben wir noch ein großes? Ja, ich habe hier noch. Wir müssen nur weiter zurück. Eins, zwei. Da so. Oh, das heißt. Wie die sich immer um ein Stückchen drehen, wenn du das Band verlängerst. Reicht das auch? Ja, müsste. Ich finde, da täuscht immer die Perspektive ein wenig. Junge. Dass ihr mal alles schnell machen müsst. Ja, was brauchst du im Bahnhof? Ein Bahnhof, ja. Also habe ich nicht noch einen? Bahnhof. Wo ist denn der jetzt da? Zug, kann ich. Zughaltestelle, ich kann auf jeden Fall eine bauen. Mir fehlt Stahl. Das sieht doch gut aus hier. Die 4, die hätten wir zwar ein bisschen höher setzen können. Passt das? Perfekt. Dann. Ja, ja. Überlängenfolge? Zwar... Verdammt. Also Leute, wie wir den Zug einstellen oder nicht einstellen, das seht ihr beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Ja. Tschüss. Schaltet wieder ein. Ciao, ciao. Ciao.